Die Gerüchteküche hat mal wieder recht gehabt. Watch Dogs 2 wird in San Francisco spielen. Mit dem DedSec-Hacker Marcus Holloway wird es zudem einen neuen Helden geben. Hoffentlich ist der ein bisschen weniger stromlinienförmig als Aiden Pierce zuvor. Ubisoft hat sich die Kritik der Gamer offenbar zu Herzen genommen. So soll das Hacking mehr Spieltiefe besitzen und außerdem wird es keine Tower Unlocks mehr geben. Die gesamte Stadt wird von Beginn an freigeschaltet sein. Ich werde das Spiel auf der E3 auf jeden Fall anzocken. Ghost Recon Wildlands wurde ebenfalls offiziell für die E3 bestätigt. Der Militärshooter soll in einer offenen Spielwelt mit dynamischem Tag-Nacht-Zyklus und Wettersystem in jede Menge Raum für experimentierfreudige Shooter-Fans bieten und verfrachtet uns dafür nach Bolivien. Dort geht man als Teil eines Viererteams der US-Spezialeinheit verdeckt gegen ein Kokainkartell vor. Mal sehen, ob sich der gute Ersteindruck bestätigen lässt. Since Link is here now. Für meinen Geschmack hält uns Nintendo mit dem neuen The Legend of Zelda schon viel zu lange hin. Zuletzt verlegte man die Veröffentlichung lapidar nach März 2017. Jetzt soll es zeitgleich mit der neuen Konsole NX erscheinen. Immerhin ist bestätigt, dass es auf der E3 endlich handfestes Gameplay zu sehen geben wird. Ich bin sehr gespannt darauf, aber für die Wii U kommt das Spiel 2 Jahre zu spät. Ehrlich gesagt habe ich das erste Halo Wars vor immerhin schon 7 Jahren ziemlich gerne gespielt. Auch wenn er als reiner Konsolentitel damals für einen RTS eine recht übersichtliche Spieltiefe besaß. Das könnte sich aber allein deshalb schon ändern, weil die Fortsetzung auch für Windows 10 PCs verfügbar sein wird. Und wer steckt dahinter? Die Strategieexperten von Creative Assembly, die gerade mit dem Warhammer-Ableger einen Volltreffer gelandet haben. Das zunächst als Xbox-exklusiv vorgestellte Game wurde bereits letztes Jahr auf der E3 angekündigt. Mittlerweile ist aber durchgesickert, dass es auch für Windows 10 verfügbar sein wird. Kein geringerer als Großmeister Inafune steckt dahinter, der Vater von Metroid Prime. Interessanterweise nahm Record danach einen Weg, den zuletzt viele Spiele einschlugen. Es wurde ein wenig ruhig um sie. Mal sehen, ob das Feuer auf der E3 neu entfacht werden kann. Wenn Mafia 3 im Herbst rauskommt, wird der Vorgänger 6 Jahre alt sein. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Es gehört zu den Spielen, auf die ich mich momentan am meisten freue. Das neue 60er-Jahres-Setting, der tolle Soundtrack, die Charaktere. Auf all das habe ich total Bock. Auf der E3 verspreche ich mir jetzt neue Einblicke. Und endlich auch belastbare Gameplay-Impressionen. Im Gegensatz zu Mafia 2 verspricht die Fortsetzung härter und düsterer zu werden. Oh ja, das wird großartig. You are who you are. Endlich ein neues Warhammer von Relic. Bislang gab es nicht viel mehr zu sehen als den epischen Trailer. Klar ist, es wird die größten Einheiten in der Geschichte der Serie geben und das will schon was heißen. Traditionell hat sich Dawn of War ja immer schon auf eher weniger Einheiten konzentriert und mehr Wert auf Spieltiefe gelegt. Und genau das verspreche ich mir jetzt auch vom neuen Teil. Ich freue mich drauf, mehr über die Schlachten mit Space Marines, Orks und Elders zu erfahren. Der Launch-Trailer zu Call of Duty Infinite Warfare hat es auf Rang 2 der meistgehassten YouTube-Videos geschafft. Ich würde gerne wissen, welche Botter dafür verantwortlich sind, denn seien wir ehrlich, das Video war zwar vielleicht nicht der krasse Scheiß, aber so schlecht war er auch wieder nicht. Was viele kritisieren ist, dass es jetzt noch weiter in die Zukunft geht. Ich dagegen finde das geil. Darf nur Star Wars den Sternkrieg auf unsere Bildschirme bringen? Nö. Jo, hab gehört, es soll angeblich wirklich ein neues FIFA geben. Sensation! Schnarch! Nächstes Spiel bitte! Get ready, man! Viele Fans hatten es gefordert und jetzt wird es tatsächlich Wirklichkeit. Battlefield 1 marschiert in die Vergangenheit und lässt uns im Ersten Weltkrieg gegeneinander antreten. Die ersten Infos in der Trailer, die ich auf der Weltpremiere erhalten und gesehen habe, sind vielversprechend. Ob es aber wirklich Spaß macht, auf Pferden in die Schlacht zu reiten und dabei gegen Panzer anzutreten, muss Entwickler DICE erst noch beweisen. Ich werde es auf jeden Fall auf der E3 anzocken. People like you always want to be the hero. Ein Rohrkrepierer war der erste Teil sicher nicht, aber allzu lange hat Titanfall mich und viele andere nicht bei der Stange gehalten. Und das, obwohl ich das Setting und die Spielmechaniken eigentlich ganz cool fand. Dass der Shooter keine so große Verbreitung erreichte, lag vielleicht auch an der Xbox-Exklusivität, die mit der Fortsetzung aufgegeben wird. Ich kann es kaum erwarten, das Game in LA selbst anzuchecken. You'll live longer. Ich stehe ja voll auf diese posthumane Cyborg-Thematik, in der es darum geht,
wann ein Mensch noch ein Mensch ist oder wann Maschinen lebendig werden. Im neuen Deus Ex wird genau das aufgegriffen und deshalb finde ich das Spiel auch so spannend. Natürlich wird es auch wieder jede Menge neue Technologien, Gadgets und Spielmechaniken geben. Eine davon werde ich auf der E3 auch ausprobieren dürfen, kann jetzt aber noch nichts darüber verraten. Viele erhoffen sich ja von Bethesda endlich News zum nächsten Elder Scrolls Rollenspiel, aber im Mittelpunkt der PK soll angeblich das Action-Abenteuer Dishonored 2 stehen. Ich fand den ersten Teil ganz cool, aber eigentlich hatte sich das Thema für mich damit auch erledigt. Ich lasse mich auf der E3 natürlich gerne von einem frischen Setting und neuen Superfähigkeiten überraschen, aber so richtig heiß bin ich auf das Game noch nicht. Auf News zum neuen Rollenspielhammer Mass Effect Andromeda haben wir zuletzt vergeblich gehofft. Seit der letztjährigen Ankündigung dümpelt das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Warum? Das wissen wohl nur EA und Entwickler BioWare. Allerdings habe ich erfahren, dass sich daran durchaus etwas ändern könnte auf der E3. Also, bleibt dran! Wer auf abgefahrene Sandbox-Games steht, wird sich wohl auf frische Infos zu Crackdown 3 freuen. Superkräfte, Open World, kooperatives Chaos und jede Menge Zerstörungsmöglichkeiten. Hört sich cool an, aber auch um dieses Spiel war es zuletzt eher verdächtig ruhig geworden und so richtig positive Signale hinsichtlich der E3 kommen bei mir auch nicht an. Vielleicht ist ja auch nur meine Leitung gestört und Microsoft haut eine fette Ladung News raus. Beim vierten Gears of War hieß es zunächst, es werde gar nicht auf der E3 gezeigt. Das hat sich meinen Informationen zufolge glücklicherweise nicht bestätigt und wäre angesichts der für den Oktober angekündigten Veröffentlichung auch kein gutes Zeichen gewesen. Ich bin ja schon gespannt, wie die neuen Entwickler die Serie nach dem eher schwachen dritten Teil wieder auf Vordermann bringen wollen. Nach der Multiplayer-Alpha bin ich ja ehrlich gesagt etwas skeptisch, lasse mich in LA aber gerne eines Besseren belehren. Then be ready for the darkness. Und noch so ein Game, das nach der initialen Ankündigung im letzten Jahr ein wenig in der Versenkung verschwunden ist. Dabei hat mir der Mix aus futuristischer Technik und prähistorischem Setting, das in Wirklichkeit 1000 Jahre in der Zukunft spielt, gut gefallen. Immerhin weiß ich, dass es auf E3 neue Infos geben wird und wir endlich mehr über das Gameplay und die Hintergrundgeschichte erfahren werden. Was soll ich sagen? Auch um For Honor wurde es nach der letztjährigen Ankündigung ziemlich still. Dabei freue ich mich sehr auf das Spiel. Ich durfte es ja schon mal ausprobieren und hatte ziemlich viel Spaß. Ich hoffe, dass ich es auf der E3 wieder anzocken kann und diesmal noch ein paar mehr Infos erhalte. Für mich gehört es derzeit zu den spannendsten Spieleprojekten. Bitte Ubisoft, enttäuscht mich nicht. Oh ja, schon der erste Teil war ein in Code gegossenes Schmankerl für alle Fans der South Park-Lausebande. Und ich freue mich total auf die Fortsetzung. Allerdings hüllte sich Ubisoft auch bei diesem Titel nach der ersten Ankündigung in Schweigen. Ich weiß allerdings, dass die South Park-Schöpfer vor Ort sein werden. Von daher hoffe ich zumindest auf brandneue Infos zum Spiel. Was lange währt, wird endlich gut? Die endlos erscheinende Geschichte rund um die Entwicklung von The Last Guardian dürfte keinem Gamer unbekannt sein. Umso enthusiastischer wurde die PS4-Ankündigung im vergangenen Jahr aufgenommen. Ich bin mir sicher, dass die E3 uns mit frischen Infos rund ums Spiel versorgen wird. Ich habe gehört, dass der eine oder andere sogar schon selbst zocken darf. Mal sehen, was es dann bald Spannendes zu berichten gibt. Natürlich wird das neue Rennspiel von Polyphony Digital bei der E3 eine Rolle spielen. Ich bin aber nach den ersten Eindrücken vom Spiel ein wenig ernüchtert. Es wird zwar schon ein gutes Racing-Game, aber offenbar hat man sich von dem Anspruch verabschiedet, die Genre-Referenz sein zu wollen. Ich hoffe noch ein bisschen darauf, dass die Mann um Kazunori Yamauchi die Zeit bis zur Veröffentlichung nutzen, um die offensichtlichen Schwächen auszumerzen und vielleicht doch noch für eine Überraschung sorgen. Nach dem großen Final Fantasy Event von Square Enix vor ein paar Wochen gibt es rund um Final Fantasy 15 eigentlich keine so großen Geheimnisse mehr. Das dürfte aber Fans trotzdem nicht daran hindern, jedem Informationsschnipsel hinterher zu jagen. Ich gehöre jetzt nicht zu den größten Final Fantasy Spielern des Planeten, aber auf der E3 werde ich mal meine Griffel an einen Controller klammern und das Ding anzocken. Vor allem das neue Kampfsystem hört sich ziemlich interessant an und ist definitiv einen Check wert. Das gleiche gilt für Injustice 2. Ein Spiel, das auf den letzten Drücker in dieses Video gerutscht ist, weil Warner es kurz vor der E3 noch angeteasert hat.
Ich habe den ersten Teil schon sehr gerne gezockt, weil ich vor allem die Story als alter DC-Fan auch ziemlich interessant fand. Ich hoffe, dass man mit dem Teaser-Trailer nicht schon sein Pulver verschossen hat und es auf der E3 tatsächlich etwas Handfestes zu sehen gibt oder man sogar schon ein bisschen anzocken kann.